Der Achsensprung hat nichts mit Auto, Sport oder Technik zu tun. Wir zeigen dir jetzt, was es ist. Lehn dich zurück und tauch mit uns in die Filmwelt ein. Das ist der Luke und der Darth Vader. Sie stehen sich in einem Duell gegenüber. Du willst jetzt aus beiden Perspektiven die Handlung zeigen. Das heisst, du machst einen Schuss und einen Gegenschuss. Dabei musst du die Handlungsachse beachten. Sie ist die unsichtbare Linie zwischen Luke und dem Darth Vader. Sie gibt den Rahmen, wo du deine Kamera positionieren solltest. Die Handlungsachse solltest du nicht überschreiten. Beweg dich immer im 180 Grad Radius. Das ist der Schuss aus der Perspektive von Luke. Das ist der Gegenschuss aus der Perspektive von Darth Vader. Später im Schnitt schauen sich die beiden an. So ist es korrekt. Wenn du aber im Gegenschuss die Handlungsachse überschreitest, machst du einen Achsensprung. Das ist dann die Perspektive. Im Schnitt schauen sie jetzt aneinander vorbei. Das ist für den Zuschauer irritierend. Darum ist der Achsensprung ein Filmfehler. Im Sport ist die 180-Grad-Regel besonders wichtig. Da siehst du zwei Tennisspieler. Die Handlungsachse ist wieder die unsichtbare Linie zwischen diesen zwei. Du willst die Handlung aus der Perspektive von beiden aufzeigen. Dabei setzt du deine Kamera innerhalb des 180-Grad-Radius. Du machst einen Schuss. Du machst einen Gegenschuss. So spielen sie sich später im Schnitt den Ball zu. Das ist korrekt. Wenn du aber für den Gegenschuss mit der Kamera die Handlungsachse überschreitest, machst du einen Achsensprung. Später im Schnitt spielen sie so aneinander vorbei. Das wirkt falsch und ist für den Zuschauer irritierend. Jetzt solltest du verstehen, was der Achsensprung ist. Erstens, definier deine Handlungsachse. Zweitens, denk an die 180-Grad-Regel. Drittens, natürlich gilt euch hier, Regeln sind zum Brechen da. Der Achsensprung kann euer Stilmittel im Film sein.